Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute noch mit gefühlt leicht nassen Haaren, was einfach daran liegt, dass ich meine Haare versuche jetzt immer Luft trocknen zu lassen. Von daher wundert euch nicht, wenn die noch ein bisschen knautschig aussehen, aber ich dachte, nachdem sie fast trocken sind, das kriegen wir irgendwie hin. Darum soll es aber by the way heute überhaupt nicht gehen, sondern ich möchte über die Neuerscheinungen Juli und August sprechen, ein bisschen was zu meiner Sommerpause sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir damit anfangen. Warum ich die Neuerscheinungen Juli und August zusammenfasse, ist tatsächlich, dass ich nur ein spannendes Neuerscheinungsbuch für den Juli entdeckt habe, was es verspricht, dass ich im Juli tatsächlich vielleicht nur einstellig bei den Neuzugängen bin, vielleicht tatsächlich auch unter 5. Ich versuche es zumindest. Es wäre wieder mal ein Vorhaben, zumindest irgendwie vielleicht nur 5, 6 Neuzugänge zu haben, was bei einer Neuerscheinung ja ganz gut ist. Wiederum habe ich einiges Spannendes im August entdeckt. Da ich aber in meiner Sommerpause im Juli kein Video zu den Neuerscheinungen im August mache, dachte ich packe einfach beides hier zusammen und erzähle euch die 2 Monate. Zuerst möchte ich aber kurz über meine Sommerpause sprechen. Ich hatte im letzten Jahr bereits eine Pause, die mir unglaublich gut getan hat. Zum einen, dass ich eben keine Videos gedreht habe, auch viel weniger YouTube geschaut habe, wirklich meinen Urlaub auch dafür genutzt habe, so ein bisschen auf Abstand mit Social Media zu gehen. So ähnlich wird es in diesem Jahr auch sein. Wir haben im Leseclub schon die Sommerpause ausgerufen und es wird auch auf YouTube die Sommerpause geben, Instagram, und von daher werde ich da ein bisschen weniger aktiv sein. Natürlich ist der Sommer meine absolute Lieblingszeit. Ich möchte viel rausgehen und möchte eben tatsächlich mir keine Gedanken über eine Abo-Liste machen oder über meine eigenen Videos. Und theoretisch könnte man natürlich Videos vordrehen. Bei meiner Bücherwoche, die ja aber immer live sozusagen ist, ist das natürlich schlecht. Da kann man gefühlt nichts vordrehen und dann finde ich eben auch alles andere vorzudrehen irgendwie blöd, wenn ich ehrlich bin. Zudem glaube ich, dass mir einfach diese 4, 5 Wochen mal sehr gut tun werden. Und ich habe in der Zeit im Juli, ich habe insgesamt 3 Wochen Sommerurlaub und das passt jetzt auch tatsächlich ganz gut mit meiner Kombination im Juli zusammen. Das letzte Video wird am 4. Juli erscheinen. Das ist dann auch die letzte Bücherwoche, die eben die letzte Woche vom Juni im Grunde aufgreift. Ich bin ja mit meiner Bücherwoche immer so eine Woche im Verzug, deswegen ist das letzte Video dann am 4. Juli. Vorher wird es noch die Neuzugänge Juni geben und am 2. Juli gibt es den Quartalstalk zusammen mit der lieben Becky. Das wollte ich mir nämlich nicht nehmen lassen und da haben wir uns auf das Datum einigen und finden können und ich glaube, dass es hier nochmal einen coolen Live-Hangout gibt und auf den ich mich dann auch sehr freue. Es geht dann am 8. August weiter mit den Neuzugängen aus dem Juli und am 11.8., also eine Woche später, nein, mitten in der Woche, gibt es dann den Monatsrückblick Juli, weil ich möchte natürlich trotzdem über die gelesenen Bücher ein bisschen quatschen und die Woche drauf, dann am 15. Juli, gibt es die reguläre Bücherwoche, die dann eben wieder von der ersten Augustwoche erzählt, in der ich dann zwar tatsächlich noch Urlaub habe, aber das finde ich dann gar nicht dramatisch, weil der Videodreh dann eben ja außerhalb meines Urlaubs stattfindet. Außer die Neuzugänge, das ist im Grunde noch Urlaubszeit, aber ja, das ist alles gar nicht weiter schlimm. Und ich hoffe, das ist auch für euch okay. Es wird nur eine Pause sein. Mal sehen, was ich danach ein bisschen ändere. Auch nach der letzten Sommerpause hat sich ja ein bisschen wenig verändert. Aber ja, ich überlege tatsächlich auch immer so ein bisschen rum, ob die Bücherwoche so bestehen bleibt, ob man nicht lieber 3, 4 gelesene Bücher in ein Video packt und dann eben auch die Upload-Tage so ein bisschen variieren oder ob man nicht doch immer nur Einzelrezensionen macht oder ja, ob man Dinge zusammenfasst, ob man vielleicht tatsächlich mal so Neuzugänge und Monatsrückblick in einen packt. Ja, ich bin da so ein bisschen am Rumüberlegen, vielleicht tatsächlich auch manches Format eher live zu machen. Also gerade so Neuzugänge, ob man das nicht in einem Live-Format macht oder irgendwie ja, vielleicht auch mal immer mal so Highlights nur berichtet und Bücher, über die man abgebrochen hat. Also ihr könnt mir gerne mal Gedanken, Ideen auch unten in die Kommentare packen, wenn ihr wollt. Und dann kann ich mir da auch in meiner kleinen Auszeit so ein paar Gedanken machen. Jetzt kommen wir aber zu den Neuerscheinungen und hierzu findet ihr alle Informationen, alle Bücher in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch die Bücher näher interessieren. Ja, für den Juli, wie schon gesagt, habe ich nur einen Neuzugang
entdeckt, und zwar ist das Marriage on Madison Avenue. Das ist der dritte Teil der Central Park Trilogie von Lauren Laney und diese erscheint am 20. Juli, ist also der Abschluss dieser wunderbaren Serie, die mir bisher super gut gefallen hat. Ich habe Passion on Park Avenue und Love on Lexington Road, glaube ich, oder auch Avenue, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, sehr, sehr geliebt. Ich finde die Reihe richtig großartig. Wir haben hier ja einen Mann, der im Grunde stirbt. Das erfahren wir direkt im ersten Teil. Wir treffen auf drei Frauen. Einmal seine Ehefrau, seine langjährige Geliebte und seine kurzfristige Affäre. Und alle drei Frauen treffen sich auf der Beerdigung, führen ein sehr interessantes Gespräch und sagen dann, wir müssen aufeinander aufpassen. Und dann begleiten wir eben alle drei Personen. Die im ersten Teil war die kurzfristige Geliebte, die Affäre. Im zweiten Teil die Ehefrau. Und Audrey müsste ja jetzt theoretisch dann die langjährige Geliebte sein. Und ja, wir sind hier wieder in New York City und Audrey weiß, was die Gesellschaft in ihr sieht. Die verwöhnte Tochter einer der reichsten Familien des Landes. Zum Glück gibt es aber Menschen, die Audrey wirklich kennen, darunter Clark West. Seit der Grundschule ist der charmante Frauenheld ihr bester Freund und so zögert sie nicht, Clarks Verlobte zu spielen, um ihren besten Freund vor den aufdringlichen Bemühungen seiner Mutter zu bewahren, für ihn erneut mit der attraktiven Elizabeth verkuppeln möchte. Doch je intensiver die vorgetäuschten Küsse werden und je näher die falsche Hochzeit rückt, desto richtiger fühlt sich das Zusammensein mit Clark an. Wir kennen die beiden bereits aus den vorangegangenen Bänden und auch da hat man schon eine gewisse Chemie zwischen den beiden gespürt und ich glaube auch, dass die Geschichten hier der beiden anderen Bände, sozusagen der beiden anderen Frauen hier weitergespielt wird. Also man lernt sie kennen, man fiebert mit und ich bin sehr gespannt auf den letzten Teil und freue mich da wirklich sehr drauf und finde schön, dass auch die Abstände zwischen den Erscheinungsterminen der drei Bücher jetzt hat sozusagen so nah beieinander waren, weil ich glaube ja, dass wir den zweiten Band jetzt im Juni gelesen haben oder Ende Mai, bin mir gerade unsicher, aber wir tatsächlich nur zwei Monate gefühlt so dazwischen haben und das finde ich richtig, richtig toll. Der August ist dann tatsächlich ein bisschen voller, was Neuerscheinungen angeht. Ich habe insgesamt 9 Bücher gefunden, wovon aber 3 Fortsetzungen sind, zu denen ich nur kurz was erzählen möchte, zumindest soweit ich das, glaube ich, jetzt richtig ausgeschrieben hatte. Ja, ich glaube, das ist so. Und zu den 3 möchte ich nur kurz was erzählen. Wenn ihr da weitere Infos wollt, wie gesagt, in der Infobox findet ihr die Links zu den Büchern. Am 3. August kommt Wo dich das Leben anlächelt. Das ist der zweite Teil der Happy Ever After Reihe von Jenny Colgan. Ich habe den ersten Teil super gerne gehört. Ist für mich auch so ein Wohlfühlroman. Hier geht es um eine Protagonistin, die Bücher liebt und dann im Grunde auch einen Lieferbus umwandelt in eine fahrende Bibliothek. Und ich fand den ersten Teil richtig schön erzählt, entspannend, entschleunigend. Und Jenny Colgan konnte mich ja schon mit der Bäckerei am Strandweg sehr begeistern. Und hier hat sie das auch geschafft, mich gut zu unterhalten. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch auf den zweiten Teil. Dann kommt der zweite Teil von The Secret Book Club, die Liebesroman-Mission von Lissa K. Adams. Hier fand ich ja den ersten Teil auch gut. Er hatte für mich definitiv Luft nach oben, weil es mir zu wenig um diesen geheimen Bücherclub ging. Hier treffen ja Männer aufeinander, die eben Liebesromane lesen, weil sie eben ihre Frauen besser verstehen wollen. Und es ist eine super lustige Idee. Wurde im ersten Teil auch ganz gut umgesetzt. Ich hatte aber so meine Probleme mit der Frau unseres Protagonisten im ersten Band, die ich echt tierisch nervig fand. Also selten so einen nervigen Charakter getroffen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht, ob wir ein bisschen mehr auch von diesem geheimen Buchclub erfahren. Und wir kennen da auch bereits die Charaktere, die sind im Band 1 schon aufgetreten. Das heißt, natürlich werden wir auch die Charaktere aus Band 1 immer mal wieder treffen. Und die dritte Fortsetzung ist dann die Chroniken von Alice, der zweite Teil, die Schwarze Königin von Christina Henry, welche am 30. August erscheint. Und da hat mich ja der erste Teil unglaublich gepackt und gefesselt. Wir haben ja hier so eine Art Märchenadaption von Alice im Wunderland, die aber so weit vom Original weg ist, wie es eigentlich nur sein kann. Natürlich tauchen Charaktere auf, die man eigentlich aus Alice im Wunderland kennt. Faszinierend. Wir treffen Alice in einer Irrenanstalt im ersten Teil und dann ermöglicht sie zusammen mit dem Axtmörder aus der Nebenzelle, als das Irrenhaus brennt, die Flucht. Aber beide wissen, dass der Jabberwock, ein Monster, das im Inneren der Irrenanstalt lebte, hinter ihnen her ist. Und dann laufen sie durch eine Welt, die ich fantastisch fand, die so wunderbar erzählt war und bildhaft erzählt war und atmosphärisch. Und es war brutal. Es war auch zum Teil schon richtig heftig und war mir manchmal fast zu derb,
Aber ich fand es großartig und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Und es wird dann weitergehen noch mit Peter Pan. Es gibt noch eine Meerjungfrau. Ich glaube, es gab auch noch Rotkäppchen und noch irgendwas hatte ich, glaube ich, in Erinnerung. Und das ist ja auch eine Reihe, die im Englischen schon sehr, sehr gehypt ist und gehypt war. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch auf den zweiten Teil gespannt. Ja, jetzt kommen wir zu den 6 regulären Büchern, die scheinbar Einzelbände sind, beziehungsweise vielleicht auch Auftakt von Reihen, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber die jetzt im Grunde ganz neu herauskommen. Und zwar erscheint am 10. August das neue Buch von Dennis E. Taylor. Das ist der Autor der Bobby Worth-Reihe, die ich ja super gerne mir gelesen habe, die ich echt abgöttisch liebe. Und zwar ist das Outland, der geheime Planet. Also es wird wieder ein bisschen Science-Fiction geben und darauf freue ich mich sehr, denn der Klappentext klingt auf jeden Fall schon gut. Als ihr Experiment zur Heisenbergschen Unschärferelation schief geht, müssen Physikstudent Richard und seine Freunde feststellen, dass sie versehentlich ein Portal zu einer anderen Dimension erschaffen haben. Es führt sie zu einer zweiten Erde, einer Welt, die genauso ist wie unsere, nur dass es dort niemals Menschen gab. Die Studenten sind begeistert. Der Nobelpreis scheint ihnen so gut wie sicher. Doch dann bricht der Supervulkan im Yellowstone-Nationalpark aus und droht, alles unter einem Regen aus Asche und Lava zu begraben. Die einzige Chance, die den Menschen noch bleibt, ist die vermeintlich schöne neue Welt auf der anderen Seite des Portals. Und das ist eine grandiose Idee. Also diese Vorstellung, dass es irgendwo eine andere Erde gibt, wo noch kein Mensch war, der Zufall mit der Dimension. Wir werden sehen, wie gut das erklärt sein wird. Und dann eben, dass die Welt im Grunde ausbricht, hängt das irgendwie miteinander zusammen? Also ist die Öffnung des Portals tatsächlich vielleicht irgendwie dafür verantwortlich, dass der Vulkan ausbricht? Können die Menschen gerettet werden? Will man das? Wie wählt man vielleicht auch die Menschen aus? Also faszinierend. Ich mochte die Bobbyverse-Reihe ja sehr, sehr gut. Ich fand den ersten Teil ein absolutes Highlight. Der zweite Teil war auch sehr, sehr gut. Der dritte dann so ein bisschen schwächer, aber eine Reihe, die ich wirklich sehr, sehr geliebt habe, wo eben ja diese künstliche Intelligenz sozusagen durchs All fliegt. Ich fand Dennis E. Taylor das großartig erzählt und umso gespannter bin ich auch Outland und es klingt für mich auch einfach mega spannend. Auch am 10. August erscheint dann endlich etwas Neues von Stephen King und zwar Blutige Nachrichten. Bereits im Englischen erschienen haben wir hier, soweit ich weiß, Novellen zusammengefasst und ja, ich mag ja Kurzgeschichten und Novellen. Ja, das ist so eine 50-50 Chance, es kann mir gefallen oder ich finde es nicht gut, aber es ist Stephen King und das muss natürlich definitiv her und muss gelesen werden und es heißt hier so schön, in der Vorweihnachtszeit richtet eine Paketbombe an einer Schule nahe Pittsburgh ein Massaker an, Kinder sterben. Holly Gibney verfolgt die furchtbaren Nachrichten im Fernsehen, der Reporter vor Ort erinnert sie an den gestaltwandlerischen Outsider, den sie glaubt, vor nicht allzu langer Zeit zur Strecke gebracht zu haben. Ist jene Monströse sich von Furcht nähren Kreatur wiedererwacht. Die titelgebende Geschichte Blutige Nachrichten, eine Standalone-Fortsetzung des Bestsellers Der Outsider, ist nur einer von 4 Kurzromanen in Stephen Kings neuer Kollektion, die uns an fürchterliche wie faszinierende Orte entführt, mit einem Nachwort des Autors zur Entstehung jeder einzelnen Geschichte. Und da sind ja teilweise wirklich die Nachworte auch super, super spannend. Ich persönlich habe ja den Outsider nicht gelesen, weil mich diese Baseball-Krimi-Geschichte nicht so angesprochen hatte. Ich glaube nicht, ich weiß jetzt nicht, ob man sich daran stört, ob man das unbedingt kennen muss, um diese Kurzgeschichte auch irgendwie genießen zu können. Ich werde auf jeden Fall reinlesen, freue mich aber natürlich umso mehr auf die 3 anderen Geschichten, die dann eben ja auch Standalone sind und man dann eben auch einfach freilesen kann. Es ist vom Meister höchstpersönlich und hat ein Nachwort von ihm zu jeder Geschichte. Ja, damit kriegt mich Stephen King ja immer. Also ja, ich bin ja bei den neuen Büchern wirklich immer sehr hinterher, die zu lesen und so freue ich mich dann auch auf Blutige Nachrichten. Dann ebenfalls ein Buch, was am 10. August erscheint und zwar Südlich vom Ende der Welt, wo die Nacht 4 Monate dauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat. Mein Jahr in der Antarktis von Carmen Posnick. Und ja, wer meinen Kanal ja ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich immer mal wieder so Abenteuerbücher sehr gerne lese, dass ich gerne Menschen verfolge, die die Welt irgendwie entdecken. Ich mag ja zum Beispiel auch super gerne den Weltwach-Podcast, den ich immer mal wieder empfehle. Und ja, umso neugieriger bin ich jetzt natürlich auf dieses Buch von Carmen Posnick, weil das hat mich direkt gepackt und sehr, sehr gefesselt.
Einmal Südpol und zurück. Was für viele Menschen ein unerfüllbarer Lebenstraum ist, wurde Realität für die Medizinerin Carmen Postnik. Im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation reiste sie für ein Jahr in das Herz der Antarktis, um zu erforschen, wie es sich in extremen Wetterbedingungen unter spürbarem Sauerstoffmangel und in völliger Isolation vom Rest der Welt lebt. Mit 12 anderen Wissenschaftlern überwintert sie in der Forschungsstation Concordia mitten im ewigen Eis. Sie stieß hierbei nicht nur auf die atemberaubende Schönheit des extremsten Kontinents der Welt, sondern auch an ihren eigenen Grenzen, den monatelangen Dunkelheit, Temperaturen von bis zu minus 80 Grad und das Zusammenleben auf engstem Raum erfordern körperliche und psychische Höchstleistungen. Carmen Postniks persönlicher, humorvoller Reisebericht sowie eine Fülle an faszinierenden Fotos öffnen uns das Tor zu einer unbekannten Welt und lassen uns staunen über die Vielfalt unseres Planeten und die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Natur. Und dieses Buch schreit förmlich meinen Namen, auch wenn die Antarktis ein Ort ist, den ich zwar super faszinierend finde, aber wohl aufgrund allein der Temperaturen wahrscheinlich nie besuchen werde. Ja, ich bin eben einfach kein Schnee- und Kältemensch. Dennoch ist es sehr faszinierend. Und diese Vorstellung, dunkel, es ist kalt, mit fremden Menschen, lange Zeit in Isolation an einem Ort. Und ich finde es mega spannend. Und wenn ich dann noch höre, dass sie dabei ihren Humor nicht verloren hat, denn der Rückblick soll ja humorvoll sein, ja, dann klingt das absolut nach was für mich. Das nächste Buch ist dann von Ursula Ponsnansky. Es ist ihr neuer Jugendroman Kryptos, der am 12. August erscheint. Und ich mochte ja sehr viele der Jugendbücher von Ponsnansky sehr, sehr gerne. Ich mochte von Erebos angefangen, über Thalamus bis hin zu diesem, was in Italien spielte. Irgendwas, ich habe es leider jetzt vergessen. Ich mochte die super gerne. Ich finde, dass sie einen sehr besonderen Stil hat, Spannung aufzubauen, das zu erzählen. Und auch der Klappentext klingt wieder mega spannend. Wohin gehen wir, wenn wir nirgendwo mehr hin können? Carybrook ist Janas Lieblingswelt. Ein idyllisches Fischerdorf mit viel Grün und geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana es regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann. Jana ist Weltendesigner. An ihrer Designation entstehen alternative Realitäten, die sich so echt anfühlen wie das reale Leben. Fantasy-Länder, Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Aber dann passiert ausgerechnet in Carybrook, der friedlichsten Welt von allen, ein spektakuläres Verbrechen. Und Jana ist gezwungen zu handeln. Extrem spannend, beklemmend, aktuell. Und das, ich fand das so geil. Die Idee, dass wir hier Jana haben, eine Künstlerin, die Welten erschafft und die im Grunde sich tatsächlich ja, da einfach ihre Gedanken machen kann und wie das funktionieren soll, ich bin mega neugierig und wie es dann eben ist, dass wir einen friedlichen Ort haben, aber dann doch etwas passiert und ja, ich bin mega neugierig. Für mich klingt der Klappentext wirklich super, super spannend und gefühlt tatsächlich nach einem Highlight. Ich bin sehr gespannt, was da dahinter steckt und was sich Ursula Ponsnansky da überlegt hat. Auch etwas Neues von Anne Freitag wird uns im August präsentiert und zwar am 21. August erscheint Aus schwarzem Wasser. Es kommt nicht im typischen Verlag, bei dem Anne Freitag sonst ihre Bücher veröffentlicht, ihre Jugendbücher. Man hat hier wirklich eher, glaube ich, einen Thriller und erscheint, glaube ich, soweit ich weiß, im Bold Verlag, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich fand das Cover mega, ich finde den Klappentext großartig. Und nachdem ich ja bei Anne Freitags Jugendbücher immer mal so ein bisschen meine Probleme habe, bin ich mega gespannt, was mich hier erwartet. Denn wiederum ja ihre New York Diaries, die sie zusammen mit Adriana Popescu geschrieben hat, die fand ich ja toll, wo ich mir so denke, ja, also scheinbar gibt es da schon einen Unterschied je nach Genre und umso neugieriger bin ich auf Aus schwarzem Wasser. Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und verbirgt eine tödliche Bedrohung. Ohne zu bremsen rast die Innenministerin Dr. Patricia Kohlbeck mit ihrem Dienstwagen in die Spree. Mit dabei ihre Tochter Maya. Du kannst niemanden trauen, sie stecken alle mit drin, ist das Letzte, was sie zu ihrer Tochter sagt, bevor sie ertrinkt. Auch Maya stirbt, wacht jedoch wenige Stunden später unversehrt in einem Leichensack im Krankenhaus wieder auf. Wie ist das möglich? Während Maya versucht, Antworten zu finden, ereignet sich eine verheerende Naturkatastrophe nach der anderen.
Und gegen ihren Willen gerät sie in einen Konflikt aus Lügen, Intrigen und Machtkämpfen, dessen Folgen fatale Ausmaße annehmen. Und das klingt für mich tatsächlich nach einem spannenden Thriller, nicht nur was die Naturkatastrophen angeht, sondern auch so ein bisschen dieses Politische dahinter, diese Machtkämpfe, diese Ränkereien und dazwischen im Grunde ein junges Mädchen, das ja irgendwie auch den Verlust ihrer Mutter verarbeiten muss. Ich bin mega neugierig, was es mit diesem Klappentext auf sich hat, was dahinter steckt, was uns Anne Freitag präsentiert, weil wirklich allzu viel erfahren wir ja nicht aus dem Klappentext, auch nicht aus in welche Richtung es gehen wird. Dennoch bin ich mega, mega neugierig und freue mich sehr auf dieses Buch. Und das letzte Buch ist dann das neue Buch von Harlan Coben, welches am 24. August erscheinen wird. Und das ist Der Junge aus dem Wald. Und hier habe ich mich direkt schon für das Hörbuch entschieden, so in meinem Kopf. Denn es wird gesprochen von Detlef Bierstedt, der ja bekanntermaßen die deutsche Stimme von George Clooney ist und zum Beispiel auch von Stellan Skarsgård, insofern man ihn auch so ausspricht. Und ich liebe die Stimme von Detlef Bierstedt. Ich finde immer, dass der etwas ganz Besonderes auch in der Atmosphäre schafft, eine Erzählung und gehört für mich definitiv auch zu den großen Synchronstimmen, Hörbuchstimmen und deswegen wird der neue Coben von mir wahrscheinlich tatsächlich gehört. Ich habe schon 4-5 Bücher von Harlan Coben gelesen, davon waren, glaube ich, wirklich so, der Großteil war Highlights, ich glaube, das letzte war eher so ein bisschen mauig, deswegen habe ich, glaube ich, auch das vorletzte gar nicht von ihm gelesen oder das letzte, aber Der Junge aus dem Wald klingt wirklich super spannend und nach einem Buch für mich. Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden. Allein und ohne Erinnerungen. Niemand weiß, wer er ist oder wie er dorthin kam. 30 Jahre später ist Wild immer noch ein Außenseiter, lebt zurückgezogen als brillanter Privatdetektiv mit außergewöhnlichen Methoden und Erfolgen. Bis die junge Naomi verschwindet und Staranwalt Hester Crimston ihn um Hilfe bittet. Was zunächst wie ein Highschool-Drama aussieht, zieht bald immer weitere Kreise in einer Welt, die Wild meidet. Die Welt der Mächtigen und Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen zu halten scheinen. Klingt für mich super, super spannend. Was ist mit diesem Jungen passiert, der da im Wald war? Wie wurde Wild zu diesem Privatdetektiven, der eben wirklich Fälle löst? Wie geht er daran? Was wird da passieren? Was hat es mit dem Verschwinden von Naomi auf sich? Mit den großen, mächtigen, unantastbaren? Klingt für mich mega spannend und wirklich nach einem Buch, das wie für mich gemacht ist und auf das ich mich im August auch sehr, sehr freue. Und das waren sie jetzt auch schon, die Neuerscheinungen Juli und August. Ihr findet alle Bücher in der Infobox. Erzählt mir doch gerne mal, auch in den Kommentaren, auf welche Bücher ihr euch so in nächster Zeit freut, ob euch eines der Bücher jetzt auch angesprochen hat und ihr sagt, Mensch, das klingt echt spannend und dass ihr froh seid, dass ich es im Grunde vorgestellt habe und entdeckt habe. Es sind natürlich immer nur die Bücher, die ich spannend finde. Man könnte natürlich auch von so vielen anderen berichten, die vielleicht gehypt werden oder was auch immer, aber ich möchte natürlich meine spannenden Neuerscheinungen hier vorstellen und wollte eben auch einfach die Gunst des Videos nutzen, um euch ein bisschen was zu der Sommerpause und wann es dann wieder losgeht, ein bisschen was zu erzählen. Und auch da könnt ihr mir gerne eure Gedanken in die Kommentare packen, würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.